Hallöchen, Leute, willkommen zu einem weiteren kleinen Unboxing-Video. Übrigens, das Yu-Gi-Oh!-Video, was ich wahrscheinlich letztes Mal hochgeladen habe. Wie soll ich sagen? Ich wollte nur was zum Preis sagen, habe ich jetzt vergessen. Deswegen, bevor wir dieses Ding hier auspacken, blende ich euch nochmal den Preis ein zum Yu-Gi-Oh!. Könnt ihr gerne mal auschecken. Ich fand, dass das wirklich ein guter Preis gewesen ist. Ich blende ihn euch jetzt auf Nummer ein. Bezahlt habe ich 9,01 € und 3,85 € Versand. Und das ist meiner Meinung nach für 402 Karten richtig, richtig cool. So viel dazu. Wir gucken uns jetzt einfach mal dieses kleine Päckchen hier an. Endlich habe ich mir mal wieder ein schönes Spiel ersteigert. Welches es sein wird, keine Ahnung, entweder habt ihr das schon im Dings gesehen, hier im, im Vorschaubild oder so, oder vielleicht auch allerhöchstens, ja, wahrscheinlich werde ich es auch in die Dings schreiben, hier in den Titel. Nämlich ein sehr schönes Spiel, wo das Cover leider schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen ist, und ich glaube, dieses Spiel hat auch keine Anleitung, aber ich habe ein Wechselcover, also eine Wechselhülle. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. Nicht so wild, aber ja. Fällt auseinander. Die Anleitung ist auch dabei. Sehr cool. Okay, wir haben hier Lucky Luke für PlayStation 1. Einmal das Cover. Die Anleitung. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher gewesen, aber ich dachte tatsächlich, da wäre gar keine Anleitung dabei. Habe ich mich geirrt, dann war das bei einer anderen Auktion. Es ist, Moment, ist da, nee, hier steht Französisch, hier haben wir Deutsch. Damals bei den Anleitungen früher ist es ja so gewesen, dass sie auf mehreren Sprachen, angeboten worden sind. Das Spiel kenne ich als solches jetzt nicht für die PlayStation 1, habe ich selber nie gespielt. Aber ich denke, gerade bei diesem Spiel werden wir am Ende des Videos einfach mal so ein kleines Let's Play draus machen. Also einfach mal anzocken. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr sowas cool findet, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Das ist jetzt einfach mal so ein Experiment, habe ich mir jetzt einfach gerade mal ausgedacht. Denn ich kenne dieses Spiel noch nicht und ja, why not, kann ich doch einfach mal antesten mit euch. Vielleicht ist es ja ganz cool. Ja, und damals die Anleitungen noch waren wirklich cool. Schwarz-weiß alles, aber hier ist auch kein Name und Postleitzahl angetragen. Sehr schön. Die Anleitung ist soweit auch noch in wirklich gutem Zustand. Muss ich sagen. Und dann haben wir hier einmal das Spiel von Ocean. Schönes rotes Cover mit Lucky Luke und seinem Pferd einmal drauf. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Hier haben wir übrigens mal das Backcover. Kann ich auch mal eben zeigen. War günstig, habe ich wahrscheinlich auch bekommen, weil keiner da großartig gegengeboten hat. Entdecke den einzigartigen Western in 3D. Kämpfe, schieße, handle. Nicht weniger als 17 Herausforderungen. Gucken wir uns mal ein paar Screenshots an. Ist es ein 2D-Jump'n'Run-Spiel? Herausgekommen 1998 und wir gucken uns jetzt mal die CD an und die CD ist auch in einem guten Zustand, muss ich sagen. Gleich nochmal was zum Preis und danach denke ich mal, werden wir mal ein bisschen zocken. Ich lege das jetzt erstmal hier hin und dann sage ich euch nochmal was zum Preis. Gib mir nochmal mein Handy. So. Denn das war auch gar nicht so teuer. Also in einem guten Zustand kann man sagen, wird Lucky Luke so bei 20 € gehandelt. Ich selber habe jetzt ausgegeben 5,50 € und 1,95 € Versand.
angegeben wurde, auch dass das Cover halt kaputt ist. Aber wie gesagt, ich gucke einfach mal, wir geben einfach mal ein, wenn ich das mit dem Cover aufwerte, dann hat das auch wieder einen gewissen Wert. Oh, hier verkauft jemand. Okay. Mit Anleitung. Aber in einem nicht so ganz schönen Zustand. Hier verkauft das jemand für 8,99. Hier wird es zum Beispiel gebraucht, angeboten für 15. Und ja, ich selber, wie gesagt, habe da jetzt 5,50 Euro plus 1,95 ausgegeben. Und das finde ich, ist okay. Ne? Ich werte das ein bisschen auf und dann hat das auf jeden Fall wieder einen Wert von 15 Euro, wenn nicht sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Weiß man immer nicht. Aber ja, jetzt gibt es noch Gameplay, jetzt werden wir noch ein bisschen zocken. Ich fand da eigentlich ein ganz geiler Deal gewesen. Ich werde die Hülle jetzt mal austauschen. Das werde ich vielleicht auch im Anschluss gleich nochmal zeigen. Und ja. So. Ja, ich habe die Hülle jetzt mal einmal ausgetauscht. Da war Fußball drin. Das könnt ihr im Bowling-Vlog sehen. Da habe ich mir so eine Fußballhülle geholt für 50 Cent. Die ist zwar jetzt hier unten auch nicht perfekt. Und die passt auch von den Maßen her gar nicht. Die waren übrigens noch Klebereste, die habe ich mit WD-40 weggeschrubbt und muss sagen, das Ergebnis ist nice. Wenn man das Ganze jetzt einfach mal so aufmacht, die ist ja vorher auseinandergeflogen, ist das soweit ganz cool. Nur hier ist es jetzt so, dass wenn ich das jetzt hier einmal, das ist tatsächlich, ja gut, ist ein bisschen nass geworden hier unten drunter, aber tatsächlich passt das gar nicht so her von den Maßen. Das ist ein bisschen zu klein, also die Covers unterscheiden sich, die Anleitung, das Spiel. Ja, und bin eigentlich, Aufwertung ist zwar jetzt nicht die beste gewesen, aber so auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, von einer 1 oder 2 würde ich sagen, ist das schon eine 5 oder so oder eine 6. Keine 10, aber auf jeden Fall haben wir das ein bisschen aufgewertet. Ne? So lässt es sich wieder verkaufen. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage mal, bis gleich. Wir zocken ja noch ein bisschen. Jawohl, ja. Und da gucken wir uns das ganze Game einfach mal an, würde ich mal sagen. Ja? Mal gucken, was wir uns hier Schönes gekauft haben. Ich kenne es jetzt nicht. Also ich habe es früher in meiner Kindheit nicht gespielt. Wir hatten noch eine PlayStation 1 über ein paar Jahre hinweg. Aber das Game als solches habe ich nie gezockt. Ne? Muss ich gestehen. Das habe ich nie gezockt. So, ich muss das jetzt gerade mit Tastatur spielen. Wo springe ich denn nochmal? Hier. Dann versuchen wir mal so ein bisschen in Deckung zu gehen. Okay, also wir haben die Möglichkeiten. Wo war denn das? Wir können ballern. Du hast die Möglichkeiten in dem Spiel, verschiedene Gegenstände abzuknallen und dadurch... Moment. Ich musste das Seil einmal durchkappen. Jetzt geht's weiter. Oh, es ist halt ein... ja, Jump'n'Run-Spiel. Mit Action-Einlagen. Die Sounds, Alter. Von den Viechern. Auf jeden Fall viele Rätsel-Einlagen mit dabei. Muss ich das kaputt knallen? Oder wie schaut das aus? Ach so. Das Ding kann ich bewegen. Ja, wir gucken nur kurz rein. Also, ich will jetzt kein komplettes Let's Play oder sowas machen. Ja, also, so allzu umfangreich soll es jetzt nicht sein. Ich wollte einfach nur mal zeigen... Vielleicht auch einfach mal fürs Video ganz interessant. Was haben wir da ausgepackt? Ja, bis einfach mal ein bisschen Spiel-Gameplay zeigen. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee. Ich denke, das kann man durchaus mal machen. Alter. Ich
Moment, ich kann hier irgendwie so halb reingehen. Aber irgendwie auch nicht. Das ist ja sehr merkwürdig. Oh, man darf auch gar nicht in die Pfütze rein, wa? Das ist gefährlich. Oh. Moment mal. Ach, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt hat er mich getroffen, die Sau. Ja, also ich sag mal so, ich denke, man hat damals dann Spaß mit dem Game gehabt, wenn man Lucky Luke Fan ist. Durchaus, ne? Ach, jetzt bin ich Game Over gegangen. Wah, wah, wah. Naja, ihr habt ein bisschen was gesehen vom Gameplay. Ich find's eigentlich ganz okay, ne? Ist ganz witzig. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.